Liebe Kinder, Eltern und Familien aus den Kindertagesstätten der Gemeinde Ehlum. Mein Name ist Melanie Wiegmann und ich bin die Einrichtungsleitung der Kindertagesstätte Meerbuske aus Ehlumer Feen. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum machen wir dieses Video? Wir, das heißt alle Kita-Einrichtungen mit ihren Leitungen und Mitarbeitern der Gemeinde Ehlum, möchten euch aus dem Lockdown einmal Hallo sagen. Seit dem 16. Dezember geht der Lockdown nun schon und er geht auch noch eine ganze Weile weiter. Seit dieser Zeit haben wir einen großen Teil der Kinder und Eltern nicht mehr täglich in unserer Einrichtung begrüßen dürfen. Das erfordert von euch und den Familien zu Hause noch weiteres Durchhaltevermögen, weil der Lockdown noch weitergeht. In diesem Video möchten wir euch einmal aus Sicht der Leitung und Mitarbeiter der Kindertagesstätten einen kleinen Einblick in die derzeitige Situation der Notbetreuung und der Kontakthaltung mit euch als Familien zu Hause aufzeigen. Wir möchten euch zeigen, wie die Zusammenarbeit mit euch als Eltern, dem Träger und der Politik läuft. Aber vor allem möchten wir eins, wir möchten uns bedanken für eure Ausdauer und euer Verständnis. Wir hoffen, dass wir bald alle Kinder wieder täglich in unseren Einrichtungen begrüßen dürfen. Und nun viel Spaß weiterhin mit den Worten der anderen Einrichtungsleitungen. Tschüss! Mein Name ist Tanja Schuck-Hinrichs, ich bin die Leiterin vom Kindergarten Regenbogen in Wehle. Die derzeitige Situation in den Kindertagesstätten der Gemeinde Ehlum ist so, dass wir eine Notbetreuung anbieten von 7.15 Uhr bis 14 Uhr in streng getrennten Gruppen. Die Mitarbeiter arbeiten dabei mit Maske am Kind, da natürlich der Mindestabstand zu den Kindern nicht gegeben ist während der Arbeit. Wir haben erst ein bisschen Bedenken gehabt, dass die Kinder damit nicht zurechtkommen, weil sie unsere Mimik und Gestik nicht mehr erkennen können. Aber das war nicht begründet, die Kinder kommen damit recht gut zurecht. Außerdem lassen wir so wenig Menschen wie nötig in die Einrichtung. Das bedeutet auch, dass die Eltern zurzeit die Einrichtung nicht betreten dürfen und der Kontakt dadurch sehr minimalistisch geworden ist. Es finden kurze Infogespräche an der Eingangstür statt oder eben auch per Telefon. Und sonstige Treffen, Sitzungen, Fortbildungen, das findet zurzeit alles online statt. Mein Name ist Katharina Klemann. Ich führe und leite die Kindertagesstätte Kornblume in Westerende Kirchlog. Im derzeitigen Lockdown, der das Ziel hat, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und der damit verbundenen Schließung der Kindergärten, wird die angebotene Notbetreuung durch die Eltern in der Gemeinde Ehlum unterschiedlich genutzt. Einige Eltern nehmen die zusätzlich zur Verfügung gestellten Krankentage in Anspruch, um die Kinder zu Hause betreuen zu können. Dies nutzen Mütter und Väter gleichermaßen. Andere Eltern sind gemeinsam im Homeoffice unterwegs und betreuen ihre Kinder im Wechsel, quasi im Schichtdienst. Wieder andere nutzen die Notbetreuung nur tageweise und wechseln sich dementsprechend mit der Betreuung der Kinder ab. Zu Beginn des Lockdowns im Januar waren nur vereinzelt Kinder in der Notbetreuung. Die meisten Eltern haben ihre Kinder aus Gründen der verordneten Kontaktminimierung zu Hause betreut. Alle zeigten Verständnis für die Situation. Seit der wiederholten Verlängerung des Lockdowns gab es weitere Inanspruchnahmen für die Notbetreuung von Eltern, die in betriebsnotwendigen Stellungen ihrer Arbeit nachgehen, sodass die Anzahl der zu betreuenden Kinder angestiegen ist. Gemeinsam mit den Eltern und Kindern leben wir die Kontaktminimierung, um möglichst bald wieder alle Kinder und Eltern bei uns im Kindergarten begrüßen zu dürfen. Hallo, ich bin Sonja Oben, Einrichtungsleitung der temporären Kita Ehlumer Feen. Wir senden euch auf diesem Wege herzliche Grüße und möchten einfach nur mal sagen, wir vermissen euch. Aber ihr wisst, dass wir euch vermissen. Und daher bringen wir auch auf verschiedenem Wege euch Angebote nach Hause. Entweder werden sie per Post verschickt oder ihr holt sie bei den Einrichtungen aus den Postboxen ab oder sie hängen vielleicht sogar an den Zäunen mit netten Botschaften. Aber nicht nur, dass ihr das zu Hause machen könnt, müsst. Nein, ihr bekommt auch kleine Aufgaben und müsst sie wieder zum Kindergarten bringen. Die werden dann dort ausgestellt. Wie zum Beispiel kleine Corona-Viren, die ausgemalt werden sollten und hier wieder ausgestellt werden. Ja, es ist nicht einfach für uns, aber für euch auch nicht. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir vermissen euch sehr. Nicht nur auf diesem Wege möchten wir Hallo sagen, sondern ihr seht uns vielleicht auch zwischendurch mal in den sozialen Netzwerken, die ja auch von einzelnen Einrichtungen betrieben werden. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und wir hoffen, dass wir uns im März alle wiedersehen. Tschüss! Moin,
Mein Name ist Mirko Christophers. Ich bin die Einrichtungsleitung aus dem Kindergarten Pusteblume in Simonswolde. Ich wollte auch noch etwas zu den weiteren Hoffnungen und Wünschen unserer Einrichtung in der Gemeinde Ilo sagen. Und zwar glaube ich, dass unsere Hoffnungen und Wünsche denen der Familien in unserer Gemeinde sehr gleichen. Nämlich, dass wir spätestens im März gerne wieder mit dem Besuch der Kinder in Szenario B starten würden, was allerdings alles pandemieabhängig ist. Wir würden uns endlich darauf freuen, wieder eine Gruppendynamik zu erleben, anstatt einer Notbetreuung mit ein paar Kindern. Außerdem setzen wir große Hoffnung auf das Angebot der regelmäßigen Testungen, die uns durch die Politik demnächst höchstwahrscheinlich zur Verfügung gestellt werden und vielleicht sogar eine baldige Impfmöglichkeit, sodass wir allen Kindern in unserer Gemeinde wieder einen regelmäßigen Besuch mit ein bisschen Sicherheit von längerer Dauer ermöglichen können. Hallo, mein Name ist Petra Saathoff, ich leite die Kindertagesstätte Zwergennest in Riepe. Wir wollen uns bei allen bedanken. Als erstes bei den Kindern, die seit Beginn der Pandemie keinen leichten Stand haben. Sie sind viel zu Hause, können nicht ihre Freunde treffen, können nicht spielen und handeln, wie sie es sonst gewohnt sind. Aber sie machen das wirklich großartig. Sie halten sich an die Regeln. Sie erinnern auch die Erwachsenen an die Regeln. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Geste. Und wir wollen einfach mal Danke sagen. Bedanken wollen wir uns auch bei den Eltern. Die sind in einer enormen Doppelbelastung derzeit. Und wir wissen, was ihr leistet. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist. Wir wissen aber auch, dass ihr das annehmen könnt, dass ihr das umsetzen könnt und dass ihr die Stärke habt. Und dafür sagen wir einmal Danke. Und einen ganz großen Dank auch an unseren Träger, der uns seit Beginn der Pandemie unterstützt, der uns die Ängste nimmt, der uns nie alleine gelassen hat, nie im Stich gelassen hat. Dafür einen ganz, ganz großen Dank. Wir fühlen uns wirklich wertgeschätzt durch eure Arbeit, durch eure Unterstützung und da auch das kann man nicht ausreichend mit Dank unterstützen. Bedanken möchten wir uns auch bei der Politik. Wir wissen, dass im Moment viel geschimpft wird, viele Entscheidungen sicherlich nicht immer nachvollziehbar sind. Jeder guckt aus seiner Perspektive und nichtsdestotrotz trifft die Politik einfach Entscheidungen, die sein müssen und keiner von uns möchte diese Aufgabe übernehmen und alle sollten dankbar sein, dass dort Menschen sich gefunden haben, die sagen, wir entscheiden das jetzt. Ich glaube oder hoffe, dass wenn alle sich ein Beispiel an den Kindern nehmen, zu sagen, wir machen das so wie die Kinder, wir finden die Situation doof, aber wir lassen uns die Freude nicht nehmen. Wir gucken nach vorne, wir bleiben positiv. Und nur so schaffen wir es, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen. Vielen Dank. Ich bin Daniela Martens, ich bin die Leitung der Kinderkrippe Stöpkus in Westerende. Und ich sage im Namen aller Leitung der Kindertagesstätten der Gemeinde Ilo nochmal Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bleibt alle gesund.